So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu meinem kleinen Weihnachtsmarathon. Es kommt vielleicht etwas verspätet, aber ich habe mir gedacht, es ist noch die Zeit dazu, man kann es noch benutzen. Man kann es noch benutzen. Das heißt theoretisch, man könnte es noch machen, wollte ich natürlich sagen. Wir haben heute den 18.12. Morgen wäre dann theoretisch der 19., an dem ich das hochlade. Das bedeutet, wir haben noch genau 8 Tage bis Weihnachten. Also das heißt 6 bis Heiligabend und dann kommen hier noch die 2 Weihnachtsfeiertage. Und deswegen werden wir vermutlich 8 Spiele anspielen. 8 Spiele, warum 8 Spiele? Ganz einfach, weil 8 meine Glückszahl ist. Ganz einfach. Deswegen habe ich mir das jetzt ausgedacht. Ich habe auch noch gar keine Ahnung, was jetzt hier überhaupt auf uns zukommt. Ich habe mir hier irgendwie wahllos irgendein Freeware-Game ausgesucht und das ist Santa Claus in Trouble, ist unser erstes heute. Ihr seht schon da oben in der Ecke ein Spiel vom 29. November 2002. Also sehr, 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 sehr alt. Wir werden alle Spiele, die ich jetzt in diesem kleinen Weihnachtsmarathon spielen werde, genau eine halbe Stunde spielen. Und wir legen auch mal los. Alles, was ich bisher gemacht habe, ist hier kurz in den Einstellungen bei der Musik ein bisschen rumgespielt und bei den Effekten, weil die waren etwas arg laut. Und ich habe die Tastatursteuerung angemacht. Also ich habe ganz kurz reingeguckt und die Maussteuerung, das geht gar nicht. Deswegen habe ich jetzt die Tastatursteuerung gewählt. Und dann gehen wir gleich auf neues Spiel. Und so wie ich das mitbekommen habe, müssen wir einfach nur in jeder Welt alle Geschenke sammeln. Sprich, in der ersten Welt sind das jetzt 80 Geschenke, dafür haben wir 7 Minuten Zeit. Sollte doch passen, denke ich mal, oder? Dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Scheint ja bisher noch nicht ganz so schwierig zu sein, aber es ist unglaublich, welche Effekte hier zutage gekommen sind. Ja, wir sind also hier weit im Himmel, wir sehen nicht mal mehr den Boden. Also die Tannen sind so dermaßen hoch. Ja, ihr seht das, da ist ein Gipfel, ein Berggipfel. Die sind so dermaßen hoch, dass wir nicht mal bis zum Boden schauen können. Und wir springen hier auf Plattformen rum und sammeln Geschenke. Es kommt nun dem Weihnachtsmann gar nicht ähnlich. Denn normalerweise sollte er in den Schornstein springen und die Geschenke verteilen. Das scheint irgendwie so ein Mittelpunkt zu sein. Und damit irgendwelche Kinder glücklich machen und natürlich auch mich glücklich machen oder wie auch immer ihr das sehen wollt, ihr sollt natürlich auch euch glücklich machen. Bloß in diesem Moment bin dazu ich da. Ja, also ihr seht, ich laber gerade, beziehungsweise ihr hört, ich laber gerade ein bisschen sehr viel. Ich bin einfach nur verdammt gut gelaunt und außerdem macht mir dieses Spiel jetzt so dermaßen Fun, weil diese extrem hohen Texturen von 2002... Das ist, ja, und da geht er auch schon kaputt. Ich sage, das war ein Mittelpunkt. Das ist unglaublich. Dennoch muss man sagen, für ein Freeware-Game steckt hier verdammt viel Mühe drin und ich hoffe, wir kriegen keine Probleme mit der GEMA, zwecks der Musik. Ah, das wird sich zeigen, aber ich hoffe nicht. Wäre ein bisschen schade drum, wenn wir das denn kriegen würden. Aber eigentlich nicht. Ich meine, das sind ganz normale Standard-Weihnachtslieder, die man in jedem Instrument spielen könnte. Ich könnte es auch selbst spielen. Ja, das wisst ihr nicht, ich kann Akkordeon spielen. Zwar nicht, ja, das war ein Extra-Leben, zwar nicht wie ein Weltmeister, aber ich könnte Akkordeon spielen. Das heißt, ich könnte diese Lieder theoretisch auch selbst spielen, wenn ich das wollte. Und schon dann, ach naja, wir werden damit schon keine Probleme kriegen. Gut, sieht ja ganz gut aus. Wir haben 35 Geschenke, also fast... Da war jetzt aber die Kante etwas glitschig. Fast die Hälfte erreicht. Oh, oh, jetzt wird's tricky mit bewegenden Plattformen sogar. Ah. Das erste Level ist schon entsprechend lang. Ich habe auch keine Ahnung, wie viele Level hier auf uns zukommen. Wie gesagt, ich habe einfach nur Google angestrengt und ihm gesagt, er soll mir doch mal Free Games für... Also weihnachtsspezielle Free Games raussuchen. Ja, gefunden habe ich unter anderem das. Ich habe ja noch andere im Petto. Und ich wusste nicht genau, mit welchem ich anfangen sollte. Die waren alle, sahen alle sehr lustig aus. Und da habe ich mir gedacht, fängst du mit Santa in Trouble an. Passt zwar noch nicht ganz, aber was anderes blieb mir ja kaum übrig, weil irgendwie alle um den Weihnachtsmann handeln. Oder ums Rentier mit der roten Nase. Diese Musikschleife ist unglaublich. Ups, das gibt's doch nicht. Ah! Ach, herrje. Hey, wo muss ich denn jetzt? Darum? Nee, nee. Hier rum. Ach, hier war ja nochmal ein Mittelpunkt, oder? Ach, so ein Speicherpunkt, ach, was weiß ich. Ich sehe das schon, komm, wir gehen hier im ersten Level gleich Game Over. Das ist richtig schwer, das Spiel.
Ich spiele das Spiel übrigens momentan nur mit WASD und der Leertaste zum Springen. Oh, das gibt's doch gar nicht. Das fängt ja super an. Mit der anderen Steuerung wäre das so gewesen, dass ich die Kamera mit der Maus schwenke und dann mit den Nee. Ja, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Fängt ja super an, ja. Ihr seht, das Spiel alleine ist schon zu schwer für mich. Nein, aber mit der anderen Steuerung wäre es so gewesen, dass ich mit der Maus die Kamera schwenke, so wie ich das jetzt mit A und D tue. Und mit den Pfeiltasten dann steuere. Und das war mir irgendwie ein bisschen ekelhaft. Springen wäre dann auch mit der Maus gewesen, mit der linken Maustaste. Und nee, so eine Steuerung mag ich nicht. Da habe ich lieber dann eine Hand frei. Steuere nur mit WASD und dann passt das alles. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? Ich meine, im ersten Level hier schon Game Over zu gehen, das Spiel hat es richtig in sich. Was soll denn da erst noch auf uns zukommen? Wenn ich, wie gesagt, jetzt schon im ersten Level Game Over gehe. Ist ja unglaublich. Ich hoffe, ich werde das ja wohl eine halbe Stunde durchhalten, ja. Also das kann ja wohl nicht zu viel verlangt sein. Ich werde euch auch den Download-Link in die Beschreibung posten und dann werdet ihr, oder könnt ihr euch das selbst downloaden. Wie gesagt, es ist ein bisschen altes Spiel, aber es verliert seinen Charme dennoch nicht, wer auf solche Plattform-Jump'n'Run steht, in ein wenig 3D. Für zwischendurch reicht's. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mal einfach so Langeweile hätte, würde ich es auch einfach mal zocken. Ist es immerhin besser und aufregender als Solitär. Nichts geht über Minesweeper, aber es ist aufregender als Solitär. Okay, hier haben wir wieder das Extra-Leben. Diesmal kommen wir zum Extra-Leben sogar mit. Sage und schreibe 3 Leben und haben jetzt 4 Leben. Oh, das bringt Stimmung auf. Da freut sich das Weihnachtsmannherz. Aber schön flüssige Steuerung. Das muss man den Entwicklern lassen. Also, er läuft hier graziös, als wäre er wirklich nur ein Strich in der Landschaft um die Kurven. Das Gewicht merkt man ihm gar nicht an. So, jetzt haben wir wieder die Hälfte hier erreicht. Beziehungsweise schon die zweite Hälfte jetzt. Und in der Hoffnung, dass ich diesmal das erste Level schaffe, sind wir jetzt gleich wieder an meiner Todesstelle. Die Kanten sind echt glitschig. Das ist jetzt hier Millimeterarbeit. Also bei manchen Sprüngen, da reicht es gerade so aus. Da springt man hier an der Kante ab und kommt gerade so rüber. Hier nur gerade nicht, aber da hinten war das ja eben der Fall. Ihr habt es ja selbst mitgesehen. Und wenn es dann noch schräg nach oben geht, dann ist sowieso Schicht im Schacht. So. Das ist meine Todesstelle. Oh ja. Oh ja. Diesmal hat's geklappt. Oh je. Oh je. Jetzt habe ich irgendwie so das Gefühl, dass wir mit der Zeit schon sehr knapp hinkommen jetzt gerade. Das könnte echt... Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ach komm schon, Santa. Da kannst du doch auch mal dein Gewicht nach vorne verlagern und dann fällst du halt mal auf den Mund und bleibst dafür aber dann auf der Plattform liegen. Du musst doch nicht dein Gewicht nach hinten verlagern. Ich meine, du hast zwar einen schweren Sack auf den Schultern, aber hey, komm schon, den kannst du auch mal ablegen. Das muss doch echt nicht sein. Die Plattform wäre noch immer kleiner. Ach, Mann. Und jetzt, ja, ja. Ja, wunderbar. So, der Pfeil zeigt mir nach da in Richtung Ziel, oder was? Was bedeutet ich... Oh, was für ein böser Sprung. Weil ich die Plattform auch gar nicht sehe. Uff. Oh, was im Prinzip bedeutet, ich muss da auf jeden Fall hin. Es sei denn, es gibt mehr als 80 Geschenke in jedem Level. Oh, das gibt's doch gar nicht. Oder muss ich gar nicht alle 80 sammeln? Das war jetzt ein bisschen buggy. Da habe ich gleich mal eiskalt einen Bug ausgeused. Ausgeused. Dieses Denglisch. Ausgenutzt natürlich. Wir probieren das jetzt einfach mal aus, dass ich nicht alle 80 Geschenke sammeln muss. Dann wissen wir das wenigstens. Dann wissen wir das wenigstens im nächsten Level, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Oh. Das fängt ja echt... Das kann doch gar nicht wahr sein.
Dieses Spiel hat's richtig in sich. Also wenn ihr das dann hier seht, wir spielen ja noch ein paar Minuten. Also ein paar Minuten sind 14 Minuten. Nee, 24 Minuten, ich bitte um Verzeihung. Wir spielen noch 24 Minuten. Und dann werden wir ja mal sehen, wie weit ihr kommt oder ich komme. Dann downloadet euch das gute alte Spiel hier mal. Und sagt mir bitte, wie weit ihr gekommen seid. Also das möchte ich echt gern mal wissen. Ich versaue ja hier schon das erste Level. Ich möchte jetzt aber auch nicht die Aufnahme abbrechen und das Ganze nochmal neu starten. Das würde schon wieder das Feeling versauen. Ihr kennt das von mir, wenn irgendwas schief geht, ich stehe dazu. Das kennt ihr aus meinen anderen Let's Plays, dann ist das halt so. Das muss ich nicht unbedingt rausschneiden und da bin ich auch ehrlich gesagt strikt dagegen. Also wenn nicht wirklich die Technik komplett versagt und die Aufnahme untragbar ist, dann bekommt ihr von mir eigentlich im Grunde genommen alles ungeschnitten zu sehen. Ja. Oder ich stelle mich so dermaßen doof an, dass ich in einen Wutausbruch meine halbe Wohnung zusammenschlage, dann würdet ihr das auch nicht zu sehen bekommen. Aber das wird nicht vorkommen, normalerweise passiert mir sowas nicht. Da muss schon einiges passieren, dass ich bei einem Spiel anfange, richtig auszurasten. Also das ist mir, im Grunde genommen ist mir das noch nie untergekommen, ja. In, naja gut, ich sag's mal so, in gewissen Online-Spielen, da funktioniert das schon, ne? Da kann man auch mich zur Weißglut treiben. Da muss aber schon viel passieren. Also mit einfachem, schlechten Spiel oder so funktioniert das nicht. Also da, ich sehe das total ein, wenn jemand schlecht spielt oder so. Ich bin auch nicht immer der Beste. Ich bin auch kein Überpro, wie manche jetzt sagen würden. Und ich stehe zu meiner Spielweise. Aber ich sehe es nicht ein, wenn jemand mich grundlos beleidigt, sage ich mal. Wenn er der Meinung ist, er müsste aufgrund seiner Fehler mich beleidigen. Ja. Gerade bei Teamspielen ist das so eine Sache, wenn jemand einen Fehler macht und dadurch irgendwie das ganze Team beeinflusst, dann kann es ja doch schon mal passieren, dass er damit, also dann zieht er ja automatisch alle mit rein, und wenn er dann anfängt, sein Team zu beleidigen, beziehungsweise dafür, seinem Team Vorwürfe zu machen dafür, dass wir jetzt verlieren oder was weiß ich, oder eben das Spiel schlecht abschließen, muss ja nicht unbedingt verlieren heißen, man kann ja im Endeffekt dann trotzdem noch gewinnen, aber eben das Spiel schlecht abschließen. Und eben seinem Team dann Vorwürfe macht, dann kann ich auch schon mal ganz böse wütend werden. Aber normalerweise fange ich mich dann relativ schnell wieder, das sind dann immer nur so, ja, ein- bis zweiminütige Wutausbrüche, das bekommt derjenige dann meistens von mir auch im Chat zu spüren, aber noch auf eine sachliche Art und Weise, ja, also, ich flame dann nicht, wie man so schön sagen würde, sondern ich, ja, rage ein bisschen. Ragen ist der richtige Ausdruck, aber eben in ruhiger und sachlicher Art, naja, in ruhiger, ruhig, das schließt sich ja schon aus, aber in sachlicher Art und Weise, das funktioniert. Und dann passt das auch. Jetzt habe ich irgendwie, gut, ich brauche nicht alle Geschenke. Oh, was für ein, was für ein ekelhaftes Piepen. Jetzt habe ich irgendwie 20 Mal das Gleiche erzählt, um auf einen Punkt zu kommen. Ja, so mag ich das. Gesamtpunkte 1094. Wer kann's besser? Leute, Leute, wer kann's besser? Zeigt es mir, sagt es mir, nehmt meinetwegen das auch auf, schickt mir eine Videoantwort oder was auch immer. Vielleicht habt ihr das Spiel ja schon irgendwann mal geschickt, dann gespielt, dann schickt es mir. Ich will das sehen, wie viele Punkte ihr denn gemacht habt. Oder ihr lasst es einfach. Macht sowieso keiner mit. So wie ich das kenne. Macht aber auch nichts. Oh, jetzt wird das Ganze schon anspruchsvoller. Wir bekommen es mit Santa Claus Erzfeinden, dem Großmaul, ja, Affen, Großmaul-Gorilla zu tun. Der schön winterlich gekleidet ist mit Schal und Mütze. Kann man die totspringen? So richtig schön Jump'n'Run mäßig. Oh, kann man natürlich nicht. Also tot bei Berührung. Oder besser gesagt, Absturz bei Berührung. Wir fliegen dann auch rum, als hätten wir keine Physik mehr. Der Weihnachtsmann wird plötzlich federleicht und fliegt durch die Gegend. Ich fühle mich, als wäre ich im Weltall. Und das passt dann auch. So, wir haben ein bisschen mehr Zeit, aber hier gibt es auch ein bisschen mehr Geschenke. Und das Anspruchsvolle an der ganzen Sache ist natürlich,
dass jetzt hier Gegner hinzugekommen sind. Und hier scheinbar auch neue Plattformen, Eisplattformen. Ja, dachte ich mir, da rutscht man drauf. Das ist ja ekelhaft. Boah, aber nicht schlecht. Man rutscht hier um einiges. Aber ich verstehe die Mechanik. Wir stellen uns hier hin, rutschen hier lang und nehmen uns den Mittelpunkt. Oder zumindest den. Entschuldigung. Zumindest den Speicherpunkt. So, was sagt denn die Zeit so nebenbei mal? 15 Minuten, Hälfte des Parts ist rum. Wir haben also noch 15 Minuten vor uns. Das dürfte doch noch reichen, um dieses Level zumindest zu schaffen. Ich kann natürlich in einer halben Stunde nicht viel zeigen. Dafür ist es ja auch kein Let's Play, in dem ich euch alles zeige. Aber das ist in Highscore-Spielen eh... wie komme ich da jetzt eigentlich ran? In Highscore-Spielen eh nicht das Ziel, möglichst viel zu zeigen, sondern einfach nur zu zeigen, dass man es kann. Ich kann es nicht, wie ihr seht. Aber vielleicht, wie gesagt, könnt ihr es ja. Ich wiederhole mich auch heute ständig, oder? Das ist schlimm. Ja? Das kennt man. Naja doch, man kennt das schon von mir. Dass ich mich gelegentlich 5000 Mal wiederhole, um auf den Punkt zu kommen. Eigentlich hasse ich sowas. Bei Leuten, die sowas machen, aber ich selbst mache es auch. Naja, gut. Man sollte sich immer zuerst an die eigene Nase fassen, ne? Ihr kennt den Spruch. So, wir holen uns den nächsten Mittelpunkt. Sind schon fast bei der Hälfte der Geschenke. Was sage ich fast? Wir sind noch gar nicht bei der Hälfte der Geschenke. Zählen müsste man natürlich auch können. Ja, wie soll... Ich soll da jetzt nochmal hoch und mir die anderen Geschenke dann holen, oder was? Ja, tatsächlich. Das ist jetzt hier wieder ein bisschen tricky mit der Kamera. Oh je. Ja, 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 na, das klappt doch wunderbar. So, was soll jetzt hier die Schwierigkeit sein? Außer, dass man hier so schön lang schlittern kann. Ja. Das macht doch Spaß. Gut, da hinten ist der Abgrund, da sehe ich die Schwierigkeit, aber da vorne... der Weihnachtsmann, der meistert das. Durch sein Gewicht können wir sofort gegensteuern und uns in eine andere Richtung bewegen. Uns fehlt aber noch eine Menge, oder? Nee, ich gehe da jetzt noch hoch. Also, mit ganz so wenig Punkten will ich das jetzt auch nicht abschließen. Ja, ich will mir ja auch ein bisschen Anspruch bewahren. Beziehungsweise will ich euch auch eine kleine Herausforderung geben, wenn ihr das tatsächlich durchziehen wollt. Und oh Gott. Und mir zeigen wollt, dass ihr es besser könnt als ich. Was ihr durchaus sicherlich könnt. Es ist nicht mal schwer, besser als ich dieses Spiel zu spielen. Aber okay. Hier ist nochmal so ein komischer Großmaulaffe. Mit Mütze und Schal. Ach, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich riskiere den Sprung hier nochmal. Und ich riskiere auch... Ich hätte diesen Sprung nicht riskieren sollen. Ich hätte ihn einfach nicht riskieren sollen. Hier konnte man, ja genau, hier konnte man runterspringen. Nö. Nö, nö. Ich will euch jetzt noch das dritte Level zeigen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Level es gibt. Keine Ahnung. Aber ich schätze mal, ja, dass es mehr so ein Just for Fun ist. Ich schätze um die... Oh, dieses Piepen ist ekelhaft. Das ist echt ekelhaft. Ich schätze mal, so um die 10 Level wird es bestimmt geben. Wenn nicht sogar mehr. Aber bei einem Highscore-Spiel kann man natürlich auch nicht speichern und wenn dann da 50 Level sind, dann ist das schon arg viel, weil man ja doch relativ lange dann da dran sitzen würde. Also maximal 7 Minuten pro Level. Das wäre dann schon relativ viel. Das wäre ja, wenn ja dann bei 20 Leveln schon 140 Minuten, dann würde man schon 2 Stunden daran sitzen, um das Spiel, wenn dann... auf höchsten Highscore durchspielen zu können. Ja, das wäre schon arg viel. Also ich schätze mal, um die 10, mit 10 ist man schon ganz gut bedient. Das Geschenk will ich jetzt aber haben. Geht doch. So, ich gucke nochmal eben auf die Zeit. Die Zeit sagt, wir haben noch 11 Minuten. 11 Minuten für dieses wunderbare Free-to-Play-Zwischendurchspiel. Da wäre ich beinahe schon wieder in den Abgrund gesaust. Oh, diese Großmaulaffen. Was sind das überhaupt? Weihnachtstrolle? Oder Anti-Weihnachtstrolle? Ich meine, es gibt ja genug Leute, die... genug Viecher, die zu Weihnachten auftauchen und Weihnachten zerstören wollen. Oh, meinetwegen. Sollen sie machen.
Jetzt habe ich ein Geschenk natürlich nicht bekommen. Hier ist ja richtig Party. Kommt der jetzt hier um die Ecke? Nö. Tihi. Kommt da natürlich nicht. Und hier sind jetzt tatsächlich... Oh Gott. Hier sind jetzt tatsächlich schon die Häuser genauso groß wie die Bäume und die Berge. Wobei, hier sind ja gerade keine Berge. Also hier haut das dann doch... Naja doch, wir sehen ja schon wieder den Boden, nicht? Also, hier sind dann tatsächlich die Häuser so riesig wie Berge. Da wohnen dann ganze Trolle drin. Das sind dann hier bestimmt nur die Trollkinder. Und in den Wohnungen sind dann die Trolle. Klingt doch logisch, oder? Ich meine, wer wohnt in so riesen Wohnungen? Das ist doch unglaublich. Das geht auf keine Kuhhaut. Oder hier in diesem Fall dann auf Trollhaut. Oh, oh, und eine neue Schikane. Brennende Schornsteine. Also ich würde mir ernsthaft Gedanken machen, wenn ich abends oder wenn ich über einen Tag anheizen würde und es aus meinem Schornstein brennt. Ja. Ach, ich kann auch einen Doppelsprung. Guckt euch das mal an. Oh, ist sehr stylisch. Ich könnte einen Doppelsprung. Also, ich könnte, wenn ich es denn hinkriegen würde. Und jetzt habe ich schon leider ein klitzekleines Problemchen. Denn... mir gehen die Leben aus. Wenn ich jetzt sterbe, dann hat sich dieses Let's Play im Grunde genommen erledigt. Weil nochmal anfangen brauchen wir nicht. Und so wie ich mich kenne, da es sogar zwei solcher Passagen sind, komme ich da nicht rüber. Wir sterben jetzt und das Let's Play ist jetzt an dieser Stelle gleich vorbei. Ich kenne mich doch. Dann wären wir 9 Minuten vor der Zeit, aber das... okay. Das passiert. Gut. Hier sind wir ja dann noch relativ glücklich rübergekommen. Aber ich glaube nicht, dass das mir hier auch gelingen wird. Das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht. Ich hab's geschafft. Und das beim zweiten Versuch. Hier sind wieder... Hier ist wieder Trollparty. Oder Großmaulaffenparty, wie auch immer man es nimmt. Und wir haben nochmal ein extra Leben bekommen. Das heißt, wir kriegen nochmal die Chance, das Spiel doch noch ein wenig länger zu spielen, als ich es eigentlich erwartet hatte. Bei meinem Glück. Nee, ich gebe mich jetzt da nicht mit den Geschenken ab. Das ist mir alles zu crazy. Ich will eigentlich lieber noch versuchen, euch noch ein neues Level zu zeigen. Als dass wir uns jetzt hier ewig lange in einem Level noch aufhalten. Weil wir haben noch ein bisschen Zeit. Und da können wir noch so viel wie möglich zeigen. Als dass ich mir hier mühevoll... versuche, meinen Highscore zu knacken, der noch nicht existiert, der dann aber hier nach existieren wird. Okay. Ich weiß, Ziel des Spiels ist es, alle Geschenke zu sammeln. Und ich weiß, ich habe eine ganze Menge Geschenke vergessen. Ja, und ich weiß, ihr mögt das nicht. Aber das ist kein 100% Let's Play. Das ist überhaupt kein Let's Play. Das ist mehr ein... Let's Show ist es im Grunde genommen auch nicht. Nennen wir es liebevoll Let's Have Fun? Let's Have Fun klingt auch doof. Wir sollten ja eigentlich Spaß mit allen Teilen haben, die ich mache. Ja, theoretisch gesehen. Also, wie nennen wir es jetzt am besten? Let's Christmas. Das klingt doof. Lasst uns Weihnachten. Lasst uns Weihnachten. Gefällt mir nicht. Ach, mir wird schon was einfallen. Spätestens wenn ihr das dann, ihr seht es ja morgen. Ich nehme ja wie gesagt jetzt am 18. auf. Ihr seht es am 19. Wenn ich jetzt im Datum richtig liege. Eigentlich müsste ich im Datum richtig liegen. Dann seht ihr ja, wie ich es benannt habe. Wir haben jetzt noch... Oh, dieses Piepen. Sage und schreibe 6 Minuten Zeit. In den 6 Minuten können wir noch einiges schaffen. Und zwar in Level 4. Was können wir in Level 4 denn Neues bekommen? Beziehungsweise wir können gar nichts Neues bekommen. Wir können ja eh nur Geschenke und Leben sammeln. Und Mittelpunkte. Aber... wir können ja neue Schikanen bekommen. Gegen uns bekommen. Das ist jetzt hier böse. Jetzt muss ich mich für eine Bahn entscheiden. Und ich wähle beide. Ja, ich wähle beide. Indem ich hier einfach so schön hin und her springe.
Ich habe das Spiel jetzt ausgetrickst. Das Spiel wollte, dass ich eigentlich nur eine Bahn wähle und dann die anderen beiden Geschenke niemals bekomme, um den Highscore der anderen zu knacken. Ja, oder einfach in den Abgrund stürze. Ja, oder einfach in den Abgrund stürze. Okay, dann wollen wir nochmal hier ran. Da das hier alles gerade so super wunderbar läuft, werde ich, glaube ich, gleich noch das dann für... das gibt's doch nicht. Warum ist er denn jetzt da nicht gesprungen? Ja gut. Wir sind, natürlich, naja, ich bin immer noch Mr. Mauli. So, liebe Leute, ich bitte nochmal um Verzeihung für den Schnitt am Ende, aber man sollte auch bedenken, wenn man seinen Namen eingibt und dort ein L enthalten ist und der Key zur Aufnahme von Fraps auf L liegt, dass dann die Aufnahme abbricht. Ich hatte mich eben gewundert, als ich das Ding hier rendern wollte, wo denn jetzt der Rest der Aufnahme ist, weil ich hatte ja doch noch ein paar Worte gesagt, die Aufnahme ging plötzlich nur noch 25 Minuten, ich hatte aber eigentlich die 30 Minuten voll ausgeschöpft. Ja, dann ist mir aufgefallen, hey, in Mauli steckt ja ein L. Und mein Key liegt auf L. Ach, naja. Wie dem auch sei. Also, wir haben erreicht 6360 Punkte, sind damit hier auf den ganzen Randoms 7. Platz. Das ist ziemlich schlecht. Hier haben wir irgendwas mit 57.000. Ich schätze mal, das ist schon fast am Ende des Spiels. Wenn ihr es besser könnt, und das weiß ich, dass ihr es besser könnt, dann stellt euch der Herausforderung, nehmt euch eine halbe Stunde Zeit, so wie ich das gemacht habe. Also ihr könnt ruhig die ganze halbe Stunde nehmen. Ich habe ja vorher noch ein bisschen rumgelabert und hinterher noch ein bisschen rumgelabert. Aber nehmt euch ruhig die gesamte halbe Stunde und versucht es. Zeigt mir, sagt mir, schreibt mir, was auch immer, wie viele Punkte ihr dann am Ende hattet, ob ihr mich überboten hattet, ob ihr weitergekommen seid. Das interessiert mich auch. Es geht mir nicht unbedingt um die Punktzahl, sondern einfach, ob ihr auch weitergekommen seid. Und wie euch das Spiel denn dann im Endeffekt gefallen hat, wenn ihr es denn spielt. Ansonsten nehmt die Review hier von mir an. Ich muss sagen, Santa Claus in Trouble ist ein wunderbares Jump'n'Run für zwischendurch. Also, es ist kein großes Spiel, was Ewigkeiten Langzeitspielspaß hat. Das spielt man einmal durch und dann ist auch wieder gut. Man hat vielleicht Spaß mit Freunden daran, so nach dem Motto, ja, wenn das jemand von euch noch macht, ihr sitzt zusammen und wechselt euch ab. Ja, sowas gibt es tatsächlich noch, das kann man noch machen. Und wer kommt denn dann weiter, beziehungsweise wer hat die höhere Punktzahl? Ansonsten für einen Online-Vergleich geht es natürlich auch. Ich wollte bestimmte Wörter jetzt nicht sagen. Das Spiel, wenn ich es auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten müsste, würde es von mir eine 6 bis 7 bekommen. Wobei 1 schlecht ist und 10 sehr gut ist. Das muss man jetzt dazu sagen. Warum 6 bis 7? Die Grafik kann man eigentlich nicht mit einbeziehen. Ich mache es aber trotzdem. Die Grafik ist relativ veraltet. Aber das Spiel ist von 2002. Das darf man dabei nicht vergessen. Ich bin mir nicht sicher oder nicht mehr ganz genau sicher, wie die Grafik vor 10 Jahren war. Man bitte es mir zu verzeihen. Ich war in diesem Jahr. Also, da bin ich mir auch nicht mehr so sicher. Ansonsten vom Spielspeicher her passt es. Es ist aber leider keine Langzeitmotivation. Das muss bei solch einem Spiel aber auch nicht sein. Die Musik ist in der Schleife ganz schön, aber es ist leider sehr eintönig. Und naja, so zieht sich das halt ein bisschen runter. Aber eine gute 6 bis 7, so in dem Dreh, nehmen wir 6,5, kriegt es auf jeden Fall. Es ist also ein, ja, naja, gutes Spiel. So, und dann werdet ihr sehen, was ich am Donnerstag für euch bereithalte. Das wird auch nochmal ein schönes Spiel. Das habe ich nämlich gerade schon aufgenommen. Das habe ich jetzt bloß... Ich habe jetzt bloß eben gerade gesehen, Santa Claus in Trouble. Da fehlt das Ende. Jetzt habe ich schon wieder viel mehr gelabert, als ich eigentlich gespielt habe. Und in diesem Sinne und bis dahin, euer Mr. Mauli.